Hier noch ein Stern, da noch eine Kerze, so sieht das Ganze doch schon viel schöner aus. Mit selbstgebasteltem Schmuck rücken die Kinder der Grundschule Goldstraße den Tannenbäumen in der Altstadt zu Leibe. Das Spektakel auf der Münzstraße ist für die Grundschüler der Höhepunkt nach einer ganzen Menge Arbeit. Also ich habe ganz viele Strohsterne gebastelt und eine Kerze. Ich habe erstmal 2 Tannenbäume gemacht. Danach habe ich noch manche dieser Schnüren dran gemacht. Und das fand ich eigentlich sehr gut. Und am besten hat mir gefallen, als wir die Tannenbäume geschmückt haben. Ich habe gebastelt, ein paar Strohsterne. Dann habe ich noch ein bisschen ausgeschnitten. Und dann habe ich noch ein paar Kerzen angemalt. Eine schöne Altstadt zur Weihnachtszeit. Nicht nur die Grundschule Goldstraße hat mit angepackt. Für die Verschönerungsaktion brauchte es die Zusammenarbeit vieler weiterer Menschen, betont Francesco Manarino, der Quartiersmanager. Gemeinsam mit den Bürgern im Stadtteil will das Quartiersbüro in der Altstadt diese wieder nach vorne bringen und am Erscheinungsbild arbeiten. Für das weihnachtliche Vorhaben war die Resonanz schon mal ganz gut. Im Quartier haben wir dann an unseren Stammtischen die Leute gefragt, ob die Interesse hätten, Pate zu werden für diese Bäume. Und das hat auch sehr viele Leute begeistert. Das heißt, wir haben über 60 Anwohner und Immobilienbesitzer und politische Parteien und soziale Träger und überhaupt Interessierte gefunden, die diese Aktion unterstützt haben und Pate geworden sind für die Weihnachtsbäume, die wir hier aufgestellt haben. Insgesamt sind 70 Stück geworden. Und damit diese 70 Bäume auch schön aussehen, haben noch insgesamt 3 Grundschulklassen mitgeholfen, Dekoration zu basteln und die Bäume zu schmücken. Eine schöne Aktion für die Kinder findet auch die Schulleiterin der Grundschule Goldstraße, Nadine Larisch. Ich finde die Aktion super. Alles, was wir machen können, um die Altstadt ein bisschen schön zu gestalten und auch ein bisschen uns mit einzubringen hier in die Gestaltung als Schule auch vor Ort. Mitzuwirken ist einfach eine schöne Sache und da finde ich immer, dass es wichtig ist, dass wir das unterstützen und da mitmachen. Eine gelungene Premiere also. Im nächsten Jahr will man die Aktion noch weiter ausbauen. Neben selbstgebasteltem Schmuck sollen dann auch Lichterketten an den Bäumen hängen. Doch auch in der Zwischenzeit soll es noch weitere Aktionen zur Verbesserung der Altstadt geben. Erste Pläne dazu sollen Anfang 2016 veröffentlicht werden. Bis dahin können die Bürger aber erst einmal die Weihnachtsstimmung in der Altstadt genießen.